Jo, Leute, herzlich willkommen zu diesem Stream zu ETS 2. Eigentlich mehr oder weniger ein Test. Ja, muss auch mal sein. Weil, ihr seht ja, ich habe ja den Afterburner auch laufen. Ja, das Spiel läuft aber nicht auf allen vier Kernen, sondern da ist OBS Studio halt am machen, ja. x264 halt auf der CPU. Ich habe das Spiel hier auf dem zweiten und dritten Kern laufen, wenn man so will. Und Fast Sync, deswegen gehen die FPS auch im Menü sonst wohin. Aber ohne Fast Sync wären die noch viel höher. Und ja, ich habe Antenne Niedersachsen gesondert auf dem Ohren, das heißt, ich höre das Spiel nicht. Ich sehe nur den Pegel. Und ja, die Testaufnahme war dann halt mit Envy Ink, dass das Ganze flüssig ist und eigentlich sollte es auch. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Auch im Stream flüssig sein. Da läuft es jetzt aber auf der CPU halt für euch. Und ja, gucken wir mal. Ich heize jetzt hier einfach ein bisschen rum. Vielleicht passieren ein paar lustige Sachen. Wenn ihr Bock habt, während des Streams Musik zu hören, dann haut euch doch wie ich einfach Antenne Niedersachsen auf die Ohren. Ich werde das halt nur nicht mehr in einem ETS 2 Stream halt reinpacken, weil ja, ich kann dann nicht auf Creative Commons schalten wegen Copyright-Scheiße, ne? Könnt ihr euch ja vorstellen. Wollen wir mal gespannt sein, ja? Wie läuft denn das jetzt ab hier? Antenne Niedersachsen. Was haben wir da jetzt heute Schönes? Ja, gut, weil die Strecke kürzer ist, ne? Na komm, dann machen wir das. Ja, genau bei denen, wo ich eh schon stehe, ja. Auch gut. Na komm, dann wollen wir den haben hier. Ich merke gerade, der Sound ist ein bisschen zu leise, ne? Dann jetzt doch. Na gut. Meinen eigenen Hänger jetzt hier. Das war ja ein Update, ne? Gucken, ob ich den da reinkrieg, warum? Ecke auf Ecke Stories hier. Oh je, oh je, oh je. Aber es könnte echt klappen. Dass ich zu doll einschlage und den anderen da streife. Ha! Geil. Kriegt er echt hin, wa? Ja, das Stream scheint flüssig, ne? Das scheint alles zu funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Das ist natürlich nett. Dafür gibt es dann auf dem Technikkanal demnächst mal gesondert was. Ich hatte ja schon einmal so ein Video gemacht von wegen Kernzuweisungen mit Easy Tools, was da mehr so für ältere Spiele eigentlich gedacht war, aber da kann man auch bei modernen Spielen was machen, wie man sieht. Oder vielleicht schon erahnt. Der Stream muss nur flüssig sein, dann passt das. Ich habe da ja was vergessen.
Habt ihr den Text noch vor der Nase? Ja, ich bin ja schon da, ne? Die Antenne Niedersachsen Streamlinks habe ich in der Stream-Videobeschreibung zum selber einschalten. Mit eurem Player der Wahl. Ihr benutzt dann halt meinetwegen den VLC Media Player oder wie ich Fuba. Fupp. Also, wenn ihr Antenne Niedersachsen dazu hören wollt, dann schaut in die Stream-Video-Beschreibung. GTA ist cool, 220. Danke und herzlich willkommen. Wenn du auch Antenne Niedersachsen hören willst, ne, wie gesagt, schau in die Videobeschreibung bzw. Stream-Beschreibung, noch ist es ja ein Stream, ne? Danke dir. Ich hoffe, dass der Stream flüssig läuft hier mit dem Spiel. Das magst du mir vielleicht mal sagen. Ist gerade noch so ein bisschen testmäßig hier alles. Aber schon mal vielen Dank für dein Like. Cool. Ich werde bei dir dann auch mal vorbeischauen. GTA ist cool. Zumal ich da wahrscheinlich. Wunderbar. Zumal ich bei dir ja sicherlich sehen werde, viel sehen werde von GTA, was mich auch interessiert. Ich spiele ja auch GTA 5 gerade noch als Let's Play. Dann. Ah, läuft jetzt gerade wieder was Gutes auf Antenne Niedersachsen. Ich hoffe, das Spiel hat keine Mikroruckler. Das wäre natürlich ätzend. Das wollte ich nämlich eigentlich mal ausbügeln. Dafür war jetzt halt Forschung nötig. Dann. Ah, ETS und GTA. Okay, cool. So, jetzt habe ich diese Pappnase da vor der Nase, ne? Der bremst mich schön. Ja, genau. Geh mal weg. Lass mich mal vorbeiziehen. Rechts überholen. Yeah. Ich spiele gerade richtig gute Musik auf Antenne Niedersachsen. Hm.
Alles klar. Haust du rein, GTA ist cool, 220. Mit 130 Klamotten mit dem LKW über die Autobahn bügeln. Das ist geil. Komm, dann lass mich rüber hier. Bist ja mal bald wieder schlafen lassen, den Typen hier, ne? Und mein Hänger muss ich noch reparieren. Oh je. Naja, erstmal den nächsten Rastplatz gleich hier. Do you wish to... Too fast. Come on. Ja, da kommt doch schon die nächste Raststätte. Wunderbar. Tanken wäre auch mal nicht verkehrt, ne? Gucken, wie ich das gleich regle. Ja, erstmal tanken und dann müsste ich da irgendwo rasten können. Antenne Niedersachsen, Freunde. Link in der Videobeschreibung. Ich benutze den 192 kbps Stream. Stefanie Heinzmann. Oh, ja. Schöne Scheibe. Kann man gerade lauter drehen. Me and you.
Leuten, so 90 und die Bullen und alles hier, Gottes Willen, gebt doch mal Stoff, Leute. Möp, möp. Oh, Bremsen tun sie auch noch. Ach je, Leute. Na, komm ich da noch rüber? Na komm, ich drück schön auf die Tube hier, dann geht das. Ruckel, ruckel, ruppel, rumpel. What you want? Go back. Ja, komm. Weg mit dir. This is me and you. So, ein bisschen speichern zwischendurch hier. Ist die Fahrt ja schon gleich abgeschlossen hier. War wie immer zu schnell zwischendurch. Antenne Niedersachsen. Run around, run around, run around. Links in der Videobeschreibung für den Stream von Antenne Niedersachsen. Ich spiele einen netten Mix heute. Ja, komm, zieh ab da. Oh, ja. Das ist nett. Stehe auf Bassgitarre, ne? Die nett gespielt ist. Run around, run around, run around. Oh, da hat aber einer krass gebremst hier, wa? Was ist denn da kaputt? Ich fahre immer zu schnell. Oh, jetzt kann ich wieder drauf drücken, ja. Na gut, das ist aber bei den Kurven hier wahrscheinlich keine gute Idee. Boah, shit.
Das ist 50, ja. Wie immer in der Stadt hier. Macht man das tatsächlich sonst auch so, ja? Mit 50 durch die Stadt trudeln? Wahrscheinlich die wenigsten, ne? Ausgelassene Frames 0. So will mir das gefallen. Das sieht gut aus. Schönen Dank, Kollege. Ja Leute, dann fahre ich hier mal noch in die Werkstatt und dann beende ich diesen Stream halt mal fürs Erste. Die sabbeln gerade, wie das so ist im Radio, ne? Servus, Auswärtszocker. Oh, figure it out. Ich wollte den Stream jetzt eigentlich gleich beenden. Ich fahre nur noch in Reparatur. Auf die Scheibe habe ich ja heute gehofft, ne? Link in der Videobeschreibung von Antenne Niedersachsen. Figure it out. Ne, gar nicht. Ich muss da geradeaus rüber, oder? Volvo. Na, mal gucken. Irgendwo muss ich in der Garage meine Kiste reparieren, mal hier. Ja, habe ich doch richtig gedacht. Jetzt fahre ich hier einmal um heißen Brei. Auch gut. Ich lasse das Radio nämlich nicht mehr mitlaufen im Spiel selber, sondern quasi separat und schalte meinen Kopfhörerverstärker um und so. Wenn ihr selber auch hören wollt, dann müsstet ihr euch das selber einschalten. Wie gesagt, Links in der Videobeschreibung. Ich möchte meine Videos nämlich gerne auf Creative Commons haben und wenn ich Copyright-Probleme habe, dann ja. Ist halt doof, ne? Figure it out.
Na komm, fahr. Fahr, 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 fahr. Schon mal blinken. Nächste muss ich raus. Und gleich links abbiegen hier. Rot. Gerade noch geschafft, ja. Müsste man dann am besten mit dem Player der Wahl machen, ne? Mit dem VLC Media Player meinetwegen oder auch FUBA, so wie ich. Kann man schön Antenne Niedersachsen hören. Na, Kollege, lässt mich wieder vor. Schönen Dank. Verkehr ist ja ganz nett in dem Spiel, ne? Aktuell hier. So, dann reparieren wir die Kiste mal eben noch und dann ist hier erstmal Ende für heute. So. This could be heaven. Cool. Jo, Leute. Schönen Queen. Jo. Leute, dann verabschiede ich mich hiermit erstmal und dann, ja, werde ich berichten davon auf dem Technikkanal, wie ich das gerade alles hier so laufen hatte. Und ja, haut rein, ne? Macht's gut oder besser?